Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder eine Variation der intelligenten Knete für euch, nämlich das blaue Phantom. Das ist eine ganz, ganz besondere Version der intelligenten Knete, denn sie leuchtet bei UV-Licht. Wenn ich sie jetzt auspacke, dann leuchtet sie wahrscheinlich noch nicht. So sieht sie erstmal weiß aus und sie glitzert auch. Mit dabei ist eine UV-Lampe. Sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Wenn man drauf drückt. Oh, das ist sehr cool. Sobald man die Knete anleuchtet, verfärbt sie sich bläulich. Also ich habe da jetzt sogar reingemalt. Ich hoffe, das hat man gut sehen können. Jetzt hole ich sie mal raus. So. Im Prinzip verhält sie sich genauso wie die anderen intelligenten Kneten. Sie ist sehr elastisch. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass sie glitzert. Und jetzt leuchten wir sie nochmal an. Ist das abgefahren. Also wirklich super krass. Sie ist jetzt viel dunkler und so bläulich geworden. Ich zeige das nochmal, vielleicht auch hier im Vergleich direkt. Wenn ich jetzt sozusagen hier einmal das zweiteile, dann bleibt die linke Seite wie sie ist und die rechte strahle ich jetzt an. Und jetzt im Vergleich sieht doch die rechte Seite irgendwie ein bisschen dunkler aus. Ich glaube aber, dass die Wirkung relativ schnell verfliegt. Also sobald man die Lampe nicht mehr drauf hält, verändert sich die Knete auch wieder zu ihrem Ausgangszustand. Jetzt sieht man es nochmal richtig schön. Sie ist hier wirklich dunkler als vorher. Total verrückt. Also diese Knete hat es wirklich in sich. So. Und jetzt versuchen wir noch mal da was drauf zu schreiben. Ich habe jetzt so eine Art Schneckenhaus gemalt und man sieht es wirklich. Also ist das verrückt. Drehe ich das Ganze nochmal um und mal wieder was drauf. Diesmal ein Herz und man kann es immer noch erkennen. Also es blasst ein bisschen aus nach der Zeit. Jetzt zum Beispiel erkennt man es nicht mehr wirklich, aber sobald man die Lampe benutzt, sieht man es wieder total stark. Jetzt kommt ein weiteres Feature des blauen Phantoms, der intelligenten Knete. Ich habe jetzt mal das Licht ausgemacht. Wenn man dann so ein gedimmtes Licht hat und so ein bisschen versucht, das Licht abzuschirmen, dann leuchtet die Knete auch noch im Dunkeln. Das sieht man vielleicht, dass es so grünlich schimmert. Kann man nicht genau erkennen. Ich probiere es mal, euch näher ranzuholen. Seht ihr das, dass das so grün-gelblich leuchtet im Dunkeln? Hammer, also ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber ich finde es ziemlich aufregend. Wenn man jetzt nur einen ganz kleinen Spalt lässt und die Knete eigentlich hauptsächlich im Dunkeln ist, sieht man wirklich, dass die Knete im Dunkeln leuchtet. Also wirklich faszinierend.
So leuchtet sie nämlich gar nicht eigentlich. Also zumindest seht ihr das nicht so. Ich finde, sie leuchtet doch schon ein bisschen grünlich, wenn ich sie jetzt hier reinlege und es wieder dunkel mache. Sieht man durch diesen kleinen Schlitz, dass es irgendwie hell in der Dose ist. Also ziemlich crazy, was diese intelligente Knete so kann. Das ist jetzt mein absoluter Favorit. Wir hatten ja schon die Scarabeus-Knete und die Knete, die die Farbe wechseln konnte. Das sind jetzt die drei verschiedenen Typen der intelligenten Knete, die ich schon besitze. Einmal den Amethysten, das ist die Knete, die die Farbe ändern kann, in Kontakt mit Wärme. Dann natürlich den Super Scarabeus. Der ist so multicolor irgendwie, so blau, lila, türkis. Und jetzt hier der Super Überflieger, das blaue Phantom. Hatte ich euch ja schon eben gerade gezeigt. Aber ich kann mich gar nicht satt sehen. Das ist wirklich richtig verrückt. Ihr merkt schon, ich bin hellauf begeistert. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!